Nachmittag. Ja, ich gestehe. Ich bin gern in Holland. Früher war das mal nicht so. Jetzt schon. Wie Holland, das Land der Tulpen und der Klompen. Klompen. Also die Klompen sind ja diese Holzschuhe. Da stellt sich doch die Frage, woraus macht man die eigentlich? Macht man die am besten aus Latschenkiefern? In der Tat, sagte die Gräfin, und in ihrer Miene lag dieselbe schmerzliche Bitterkeit wie im Ton ihrer Stimme. Ich muss mich wundern, dass ihr noch wagt, euch hier sehen zu lassen, nachdem ihr die feierlichen Versprechungen so schmählich mit Füßen getreten habt. Hab ich euch darum so manche Dienste geleistet, dass ihr mir jetzt so grausam, so feindselig begegnet? Wo habt ihr ihn gelassen, meinen armen Freund, den einzigen, an dem mir gelegen war und den ihr unter allen Umständen zu schonen verspracht? Gab es niemand anders als ihn, wenn es euch zu leer wurde in euren Gefängnissen? Und was habt ihr Verdächtiges an ihm gefunden? Was hat er gegen die Hohe Republik gesündigt? Wofür es keine gelindere Strafe gab als Verbannung? Keine, die minder schwer auf mich gefallen wäre. Denn ich habe es euch nicht verhehlt, dass ich mein Herz an ihn gehängt habe und dass er mein Freund wäre, der ihm nur ein Haar krümme. Dass jeder ein Feind wäre, der ihm nur ein Haar krümme. Gebt ihn mir wieder, oder ich breche jede Verbindung mit euch ab, ein für allemal, und verlasse Venedig und suche meinen Freund in der Verbannung auf und lasse euch empfinden, wie viel ihr durch diesen Verrat, durch diese Schändlichkeit eingebüßt habt. O, dass ich mich jemals zu eurem Werkzeug hergab. Ihr vergesst, Gräfin, sagte der Mann, dass wir Mittel haben, eure Flucht zu verhindern, und dass, selbst wenn sie glücke, unser Arm weit hinausreicht und stark genug ist, euch überall zu verderben, wo ihr eine Zuflucht finden glaubtet. Der junge Gritti hat seine Strafe verdient. Er hat trotz der Warnung, die wir ihm zugehen ließen, mit dem Sekretär des österreichischen Gesandten, einem sehr tief eingeweihten jungen Manne, den Verkehr eifrig fortgesetzt. Die Gesetze Venedigs verbieten solchen Verkehr aufs Strengste, wie euch bekannt genug ist. Auch ist ein Brief des Angelo Querini aufgefangen worden, in welchem des unbesonnenen Jünglings lobende Erwähnung geschieht. Es war eine väterliche Maßregel, dass wir ihn verbannten, ehe er Schuldiger wurde. Aber wir wissen zugleich, dass wir euch schuldig sind, Leonora. Und deshalb bin ich an euch abgeschickt worden, euch diese Aufschlüsse zu geben und einige Winke, wie ihr, wenn ihr verständig seid, das Geschehene wieder gut machen könnt. Ich bin es müde, sagte sie heftig, mir von euch Befehle geben zu lassen. Dieser Tag hat mir gezeigt, dass ich darüber zugrunde gehe. Früh oder spät, wenn ich auf euer Vertrauen setze und mir einbilde, dass all meine Aufopferungen in eurem Interesse mir je gedankt werden, mich ja auch nur von den schnödesten Beleidigungen und Kränkungen schützen würde. Ich brauche euch nicht. Ich will nichts von euch. Es ist alles aus zwischen mir und dieser hohen Regierung, die Freund und Feind gleich rücksichtslos beiseite wirft. Nur schade, warf er ein, dass man euch noch braucht, von euch noch etwas will, dass es daher fürs Erste zwischen uns noch nicht aus sein kann. Ihr begreift, Leonora, dass es seine Bedenken hätte, euch, die Mitwisserin so vieler Geheimnisse der Republik, in fremde Länder reisen zu lassen, wo ihr bald einmal von der allgemeinen Sucht der Zeit befallen werden könntet, eure Memoiren zu schreiben. Venedig und ihr seid unzertrennlich. Ihr habt genug Proben einer hohen, über Weiberlaune erhabenen Klugheit gegeben, als dass es noch vieler Umschweife bedürfte, euch wieder zu versöhnen. Ich will nichts von Versöhnung hören, rief sie leidenschaftlich, und Tränen traten ihr wieder ins Auge. Was nützt es auch, es zu wollen? Ich tauge zu nichts. Ich bin unfähig, nur den einfältigsten Gedanken zu fassen, wenn ich meinen armen Gritti nicht habe. Ihr sollt ihn haben, Leonore, aber nicht zugleich, da seine plötzliche Rückkehr unseren Plan kreuzen würde. Und wie lange soll ich mich gedulden? Fragte sie ihn, flehentlich ansehend.
Es hängt von euch ab, erwiderte er. Wie lange braucht ihr, um einen jungen Mann zu euren Füßen zu sehen, der bisher im Ruf eines Tugendhelden stand? Ein Zug von Neugier und Interesse trat auf ihrem Gesicht hervor, das noch eben ganz von Schmerz und Verzweiflung gewesen war. »Von wem redet ihr?« fragte sie. »Von jenem Deutschen, der mit Gritti befreundet war, dem Sekretär des Wiener Ministers. Ihr kennt ihn?« »Ich habe ihn bei der letzten Regatta gesehen. Gritti zeigte ihn mir.« »Er ist die Eins vor der Null seines Gebieters. Wir haben Ursache zu glauben, dass er sich im Stillen einen starken Anhang unter unseren Gegnern zu werben und die Verstimmung, die Quirinis Handeln zurückgelassen hat, zugunsten seines Souveräns auszubeuten sucht. Er ist ungewöhnlich verschlagen. Von den 4 Beobachtern, die wir unter den eigenen Leuten des Gesandten in unserem Sold genommen haben, hat noch keiner die geringsten Beweise in unsere Hand geliefert. Die Inquisitoren setzen ihr ganzes Vertrauen in euch, Leonora, dass ihr den Schlüssel zu dem wohlverriegelten Geist finden werdet, wie es euch schon manchmal geglückt ist. Dies war nicht zu hoffen, solange Gritti dazwischen stand. Seine Verbannung ebnet den Weg und gibt zugleich den Anlass einer Annäherung an den unzugänglichen Menschen, dem die Freundin seines Freundes jetzt, da ihr den Verlorenen gemeinsam betrauert, größte Teilnahme einflößen müssen als früher. Das Übrige überlasse ich der Macht eurer Reize, die niemals unwiderstehlicher waren, als wo sie auf Widerstand stießen. Sie überlegte eine Weile. Ihre Stirn hellte sich auf, ihre Augen gewannen einen kühnen, stolzen Ausdruck, ihr schöner, voller Mund öffnete sich halb und ein nachdenkliches Lächeln irrte über ihre Lippen. »Ihr versprecht«, sagt sie endlich, »dass Gritti sofort zurückgerufen wird, sobald ich den anderen euch überliefert habe.« »Wir versprechen es. So soll es nicht lange dauern. Ich bin euch an der Erfüllung eures Wortes mahne.« Sie stand auf und warf das Tuch fort, das sie über tags nass geweint hatte. Andrea konnte aus ihrem Versteck, ihrem Gang des Zimmers auf und ab nur eine Strecke weit verfolgen, da die Spalte zu schmal war, um den ganzen Raum zu übersehen. Er bewunderte die königliche Haltung der Gestalt, während sie, wie in Gedanken an neue Siege, langsam über den Teppich des Gemachs hinwandelte, das Auge groß aufgeschlagen, das Haar zurückschüttelnd von den weißen Schläfen. Es durchzuckte ihn seltsam, als ihr Blick, der gegenstandslos in der Höhe herumschweifte, an ihm vorüberglitt. Unwillkürlich fuhr er zusammen, als wäre es möglich gewesen, dass sie ihn entdeckte. Der Mann im Lehnstuhl unten stand auf, schien aber einerseits blind für ihren Zauber, denn im ruhigsten Geschäftston fuhr er fort. »Der Nuntius ist in der letzten Zeit selten in euer Haus gekommen. Ihr wart zu offen mit euren weltlichen Neigungen. Besonders das Spiel hat sich hier breit gemacht. Es wäre uns lieb, wenn ihr wieder einige geistliche Bedürfnisse empfändet und den regen Verkehr mit der Eminenz von neuem anknüpftet. Die Beziehungen der Papalisten aus zu Frankreich werden seit einiger Zeit beunruhigend.« Ihr könnt auf mich rechnen, erwiderte sie. Noch eins, Leonora, die Summe, die wir euch noch schulden für das Abendessen des Candiano. Sie stand wie von einer Schlange gebissen still und verfärbte sich plötzlich. Bei allen Heiligen, sagte sie, schweigt davon, erwähnt es nie wieder und den Rest des Geldes gebt an die Kirche, dass sie Messen lesen für eine Seele und für meine. Wenn der Name genannt wird, ist mir's jedes Mal wie eine Posaune des jüngsten Gerichts. »Ihr seid ein Kind«, sagte der andere. »Die Verantwortlichkeit für jenes Nachtmahl gehört uns, nicht euch. Er war ein Verbrecher, und nur seine Verbindung und sein Aussehen machten es uns zur Pflicht, die Strafe geheim zu vollziehen. Er ist ruhig in seinem Bett gestorben, und niemand hat je sagen können, dass er aus eurem Hause den Tod davongetragen habe. Oder ist euch dergleichen zu Ohren gekommen?« Sie zitterte und sah zu Boden. »Nein«, sagte sie. »Aber in der Nacht wache ich auf von einer Stimme, die es mir zutraut. Oh, nur das hätte ich nicht tun sollen, nur das nicht.« »Es ist eine Anwandlung, Leonora, ihr werdet sie besiegen. Das Geld, wie ich euch noch sagen wollte, liegt beim Marchesi für euch bereit. Gute Nacht, Gräfin. Ich sehe, dass ich euch lange aufgehalten habe. Schlaft wohl und lasst morgen die Sonne eurer Schönheit unbewölkt aufgehen, über den Gerechten und Ungerechten. Gute Nacht, Leonora.«
Oxytocins.